Dann habe ich noch eine Frage, glaube ich, bei dir, die sehr seriös sein wird. Du hast nämlich gemeint, die Hindemith-Sonate für Trompete hat für dich eine ganz besondere Bedeutung. Kannst du mal erläutern, warum das ausgerechnet die Hindemith-Sonate ist oder überhaupt Hindemith? Okay, ja, weil Paul Hindemith ist der resultierende Ergebnis aller dieser kompositorischen und musikalischen Entwicklungen in Deutschland. Paul Hindemith war der großartigste Komponist meines Erachtens Mainstream-Musik in die 20. Jahrhundert. 1939 musste er von Deutschland weg. Seine Frau war halb Jüdin, er war Professor in Hamburg an der Hochschule für Komposition unter anderem und hat sehr viele Instrumente gespielt, inklusive Flügelhorn und Fagott und so weiter. Er war ein sehr begabter Mann und seine Frau war eine fantastische Pianistin. Aber er musste Deutschland verlassen, weil natürlich, wenn nicht, dann wäre seine Frau kassiert und ermordet von der NSDAP, den Nazis. Und im Grunde genommen, was passiert ist folgendes: Er ist nach der Schweiz gegangen und hat eine Sonate geschrieben, eine prophetische Sonate für die Trompete 1939. Es fängt an mit der ersten Satz, ist mit Kraft. Der zweite Satz, also es klingt wie hart wie Krupstahl, schnell wie Windhund und zäh wie Leder. Also richtig die Sprüche von Adolf Hitler. Und es hat wahnsinnig viel Power. Der zweite Satz ist die Deutsche unter sich ein bisschen so. Es war komisch, was damals die NSDAP gemacht hat. Die wollten es klingt wie ein Kinderhort eigentlich, aber nur von Kindern, die en masse generiert werden, um später gute Soldaten zu Also machen. das Stück heißt Die Deutschen unter sich. Nein. Nein. Das Sonate heißt Sonate für Trompete Okay, der zweite 1909. Satz. Der zweite Satz klingt wie die Deutsche unter Ah, sich, ja. okay. Und der letzte Satz fängt an mit dem Begriff Trauermusik und endet mit der urdeutschen Choral, alle Menschen müssen sterben. Und es ist sehr prophetisch, was passiert ist zwischen 1939, wann alle euphorisch waren, wir greifen Polen an, wir machen die ganze Europa platt, wir greifen die Welt an, wir sind der Herrenrasse. Und was 45 bedeutet, der Totalvernichtung und beinahe Totalvernichtung. Also Adolf Hitler wollte, dass jeder mit ihm untergeht. Der war wirklich ein Wahnsinniger. Und wenn jemand anders das behauptet, kann es zu mir kommen. Also wirklich, bring it on. Weil diese Nation hat es nicht verdient. Und ich hoffe, dass was läuft jetzt in Amerika, dass die Leute zu sich kommen und sich nicht auch verführen lassen von einem Wahnsinnigen, die eigentlich deutscher Ursprung hat und sein Vater auch und so weiter. Man muss überlegen, von wem man sich führen lässt. Also, das war mein erster Beitrag. Und ich kann nur sagen, Bobby hat mir gerade ein Signal gemacht, das wäre ein schöner Abschluss. Ich kann nur sagen, das ist sehr schön, dass Mike gekommen ist und vor allem, dass Bobby gekommen ist, um dieses Interview mit mir zu machen für die Sonic-Zeitschrift, der rauskommen würde in die erste Ausgabe im Januar, Februar. Und 6 Folgen gibt es. Eigentlich, ja, der Herr Laufholdt, Thomas, Editor, hat gemeint, ich sollte Stuarts Stories oder die Geschichte vom Stuart. Ich habe eine Schule, da heißt Hofmann, Solotrompete in SWR und auch Professor in Saarbrücken, eine ehemalige Schule von mir, ist zu mir gekommen mit 14. Ich muss seine Szene richten, heißt Bobby Hofmann. Und er macht Hofmanns Erzählungen. Aber das ist natürlich Offenbach. Stuart's Stories, it might be a better thing, but I think a portrait of an artist as a stranger in a strange land. Auf Deutsch übersetzt wird es heißen, Das Porträt eines Künstlers als ein als Fremder. Fremder in einem fremden Land. Rudolf Lange, Bobby. Rudolf Lange, Bobby würde mir helfen damit, das Gerne. auf gut Deutsch zu schreiben. Und trotz nach 42 Jahren habe ich meine Probleme noch wie vor. Es ist eine Mentalitätssache. Aber Bobby, möchtest du ein paar Ja, abschließende Worte? ich würde noch gerne sagen, ich glaube, dass dieses Interview eine sehr gute Überblick gegeben hat über die ganze Breite von dem, was dich interessiert, womit du dich beschäftigst und was du kannst. Dankeschön.
Bitte schön, Bobby. Und weißt du, ich habe meinen Pianist aus Salamanca, Daniel Delgado, gebeten zu kommen. Aber Close-up of Danny, mit mir zu spielen, unter anderem diese Sonate von Paul Hindemith. Mm. So bitte, Bobby, wenn du da hinsetzen möchtest für ein paar Minuten, wir spielen ein bisschen davon. Oh, wunderbar. Ja, und das kann dann Mike Albert, denjenige hinter der Kamera, auch mitschneiden, schneiden. Hoffentlich, also die Mikrofone sind nicht so wie letzte Woche am 4. Oktober, als wir aufgenommen haben, nicht so... nicht so qualitativ hoch, weil Martin Hüpfengard aus Buchbrunn jetzt in Flensburg hat das aufgenommen. Aber trotzdem, ich glaube, der Zuhörer wird auch genießen das, was wir musikalisch machen, weil auch wenn es nicht so gut von der Technik ist, es ist von der Intention und von der Leidenschaft, besonders wie Daniel und ich das angehen, wirklich zu genießen. Also... Vielen Dank.